uns im Nebensee. Wir tauchen ein in die Spiele. Dies ist eine Nachricht der Radiant Corporation, Veranstalter der neuesten Ausgabe des Solar Crown. Einem Motorsport-Event, das Prestige und Spitzenleistung feiert. Bei der Suche nach Teilnehmern sind wir auf dein Profil aufmerksam geworden. Ja, wer mag das wohl sein? Leute, herzlich willkommen bei Peru Plays von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ja, ich habe es mal gewagt. Oder werde es wagen, mich in das Abenteuer-Test-Drive Solar Crown reinzuwerfen für euch. Ja, genießt ihr das Intro. Ach ja, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Daumen hoch, Kommentar, ihr wisst Bescheid. Stell dein Können am Steuer traumhafter Autos unter Beweis. Hast du das Zeug dazu, der neue Star des Solar Crown zu werden? Ja, ich denke ja. Wir sagen einfach mal ja. Ihr fragt euch, warum ich so wagemutig bin oder so irre, verzweifelt, wie auch immer, das Risiko jetzt einzugehen. Nachdem ich das alles gesehen habe, das ganze Elend bei Pat. Egal, ich fliege ein und werde mit euch leiden. Oder feiern. Oder beides. Auf jeden Fall werden wir schon erwartet. Den Flieger finde ich schon mal klasse. Oha. Na, wer bist denn du? Die Vivian. Ach, Vivian. Willkommen auf Hong Kong Island. Ich hoffe, die Reise war angenehm. Ich bin Vivian Hughes, Vertreterin der Solar Crown Organisation. Bitte folge mir. Ich finde es immer schade, dass unsere Charaktere bei diesen Spielen so wortkarg bzw. stumm sind. Wie du weißt, treten hier nur die besten Fahrer an. Aber ich glaube, du hast ein gewisses Potenzial. Hier starten alle mit den gleichen Voraussetzungen. Du musst dich beweisen, um dich von den anderen abzusetzen. Zunächst musst du mich überzeugen, dass ich mit dir keinen Fehler gemacht habe. Und ich weiß auch schon, wie. Das Auto ist schon mal okay. Ob der Fahrer okay ist, ich weiß es noch nicht. Atemberaubend. Ein eleganter und leistungsstarker Wagen. In der Auswahlphase gehört er dir. Okay. Ich habe noch nicht die geringste Ahnung, was mich hier erwartet. Aber wir stürzen uns einfach mal rein. Ah, das fühlt sich gut an. Sehr gut. Was haben wir da? Haben wir jetzt im Ernst? Wir haben Kontaktlinsen? Ach, hör den Ruf. Was ist das? Okay, hier können wir die Kamera wechseln. Ja, wenn ich sie wiederfinde. Ach du lieber Himmel. Na, schauen wir mal. Ja, toll. Geht ja gut los. Das da ist das Publikum. Sie musst du besonders beeindrucken. Die Aufmerksamkeit des Publikums. Was für Sesselpupse. Im Solar Crown ist der Ruf alles. Welche Rennen dir offen stehen, hängt davon ab, wie sehr du das Interesse unserer Gäste wächst. Okay. Hier ist das Herzstück des Solar Crown. Gewinnst du die Anerkennung der Zuschauer, wirst du auch siegen.
Ah, die Dame gibt ganz schön Gas hier. Hast du schon von den Solar Crown Clans gehört? Nein. Ihre Anwerber schauen sich die Auswahlphase sehr genau an. Die Clans bestehen aus den reichsten Teilnehmern. Das ist ja wie bei Harry Potter. Trittst du einem bei? Ich will nicht zu Slytherin. Die Sharps sind im Geschäft und auf der Rennstrecke gleichermaßen schonungslos. Bei ihnen geht es um Erwartungen, Luxus und Ehre. Also das ist Slytherin wahrscheinlich, oder? Den Streets liegt daran, Eindruck zu machen und verschiedene Stile zu verknüpfen. Sie sind waghalsig und kennen keine Zurückhaltung, vor allem auf der Rennstrecke. Mila Rodriguez. Wirken beide aber nicht so sympathisch. Viel Wirbel im Wettbewerb und in den Medien. Aufgrund deines Potenzials werden sie dich sicher ansprechen. Deine Alice ist fertig konfiguriert. Okay, dann zeig mir, was du am Steuer drauf hast. Ach du Scheiße! Okay, ich versuche nicht zu verkacken, Freunde. Ich versuche es. Okay. Oh. Da ist das Ziel. Ich räume erst einmal alles ab, was in der Mitte ist. Junge, bin ich würdig? Ja! Gut gemacht. Du hast mich nicht enttäuscht, sondern vielmehr beeindruckt. Mach weiter so. Dann wird dich beim Solar Crown bald jeder kennen. Du kannst jetzt gegen die anderen Teilnehmer antreten. Doch, ich glaube an dich. Du schaffst das schon. Naja, also so begeistert sich nicht aus, ne? Er hat einen ziemlich neutralen Gesichtsausdruck, oder? Wirst du ein Superstar des Rennsports. Steig auf und erlang die Gunst der Zuschauer oder den Respekt der Clans. Okay. Ins Büro bin, hilft Elis dir, zu den Auswahlrennen zu kommen. Elis? Wer ist Elis? Die Auswahlrennen sind frei. Sie sind auf der Karte markiert. Okay. Ich habe dein Navi programmiert. Wir können dorthin, wann immer du bereit bist. Entzückend. Kann ich hier irgendwie mich nicht bewegen drauf? Linker Stick, rechter Stick? Nope. Schultertasten? Auch nicht. Oh, vorläufiges Auswahlrennen. Ich denke, wir haben nicht sehr viel Auswahl, ha? Ich glaube, wir müssen daran. Hilft ja nichts. Ja, ich weiß. Alles mit dem Navi finde ich schon nett, ne? Das ist eine nette Idee. Weg da. Ja, ich will das Auto nicht schon schroten, bevor wir an die Startlinie gehen. Wäre nicht gut. Okay. Okay. Okay, wir stürzen uns ins erste Rennen, Leute. Drückt mir die Daumen. Bin mal gespannt. Das kann was werden. Abflug! Schon den ersten angeditscht. Schöne Grüße. Aber tröst dich, es gibt eine Ideallinie. Ah! Die ich natürlich sofort verlassen habe. Super. Ja, gleich den Platz verloren hier, ne? Das wird sofort bestraft. Immerhin wieder auf Position 2. Ja, wir müssen ja irgendwie eine Alternative finden hier zu Forza auf der PlayStation. Vom Konzept her kommt das ja so ähnlich ran, ne? Bis auf die vielen Bugs. Schauen wir mal. Bis jetzt hat mich noch keiner erwischt.
Oh, ich habe die Hupe gefunden. Mama, ich habe eine Hupe. Also Gartenarbeit kann ich mit dem Ding gut auch erledigen, ne? Habt ihr gesehen? Ah, Platz 3 nur noch. Verdammt. Ich darf nicht so rumtändeln. Na, immerhin Platz 3. Ich hätte besser abschneiden können. Ich hätte besser abschneiden können. Kein niemand mehr. Naja. Okay. Dritter beim Anfängerrennen. Ja, die Begeisterung hält sich sichtbar in Grenzen. Danke. Ja, schön, dass ihr da wart. fuck. Aber immerhin gibt es Punkte und die sammeln wir erstmal. Okay. Bin ich überlegen, ob wir das normal machen. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Dein Ruf ist äußerst wichtig im Solar Crown, denn er lässt dich zur Legende werden. Okay. Je häufiger du an Events auf der Insel teilnimmst, desto mehr Aufmerksamkeit bekommst du. Mit steigendem Ruf erhältst du Zugriff auf Rennen und Autos, die nur wenigen Auserwählten offenstehen. Ich glaube, ich probiere das nochmal hier. Ziel wurde erreicht. Ich habe dein nächstes Rennen markiert. Du siehst auf der Karte, wo es stattfindet. Ja, wo ist denn die Markierung? Ich sehe nichts auf dem Navi. Hallo? Ich habe deinen Zugriff auf die Ausstattung aktualisiert. Du kannst jetzt das Licht einschalten, die Fenster herunterfahren und einen Radiosender wählen. Das ist schön. Gut, Radio können wir uns sowieso knicken hier. Wir werden das irgendwann auch mal streamen, aber das können wir natürlich hier voll knicken, ne? Mit Dingens hier, mit Radio. So, jetzt. Jetzt muss ich es nochmal aktivieren. Okay, Entschuldigung, war keine Absicht. Aber ich muss wenden, es hilft nichts. Lieblingswort mit N, nochmal. Wie, kann ich das nicht nochmal machen? Hallo? Kann ich nicht. Okay. Das ist arschig. Endgültiges Auswahlrennen. Oh, jetzt geht's hier schon ans Eingemachte. Rechts abbiegen. Okay. Dann rechts abbiegen. Das klingt schon sehr endgültig. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich gerade mir eben den dritten gerettet. Ich hoffe, ich verkacke das jetzt nicht. Ja, mal hier ein bisschen aufräumen hier nebenbei. Kann man machen. Ah, die Kurven. Junge. Schlimm. In 400 Metern links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Ja, ich weiß. Links abbiegen. Also... Die Insel mit der Stadt gefällt mir schon sehr gut. Ups, ich bin ein bisschen übers Ziel rausgeschossen, ne? Okay. Das endgültige Auswahlrennen. Auf der besten Position, ja. Auf der bestmöglichen, meint er wohl. Ja, die Ampel nehmen wir mit. Steht sowieso nur im Weg und meistens auf Rot. Kann man machen. Zwei Runden im Wahnsinn. Ach du Scheiße. Ja, läuft. Ja, die Hupe geht sehr leicht. Ich glaube, die werdet ihr öfter hören. Juhu. Nicht irritieren lassen. Weiter fahren. Thank you.
Junge, Junge! Ich hoffe, das war die erste Runde, ja. Ja! Und da höll ich in den Wacholder. Da habe ich jetzt mehr als Glück gehabt, dass ich jetzt noch auf der 1 bin, aber ob ich das halten kann, ich weiß nicht. Ich bin gerade so fickrig hier an der Steuerung. Aber ich versuch's. Ich versuch's. Alter, watten rasen wir ja das Ding. Ja. Die Hupe ist sehr leichtgängig. Wie gesagt, nicht wundern. Na komm, 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 komm. Enttäusch mich nicht. Ja. Juhu. Yes. Das ist es, was wir sehen wollen. Ja, preiset meinen Namen. Okay. Ja, noch ist Anfängerlevel, ne? Aber ein bisschen jubeln darf man mal, ne? Die kleine Folge und so. Lasst Punkte auf mich regnen. Bitteschön. Rennbelohnung. So. Das Solar Crown Komitee informiert, dass eine neue Meldung ansteht. Okay. Was für eine Meldung? Okay, kommt schon. Die Fahrerauswahlphase wurde beendet. Breaking News. Wenn du diese Nachricht erhältst, wurdest du für die Teilnahme am Solar Crown ausgewählt. Glückwunsch! Wie es aussieht, gibt es dieses Jahr einige sehr interessante Teilnehmer. Mit Nachrichten wie dieser wollen wir dich rund um das Solar Crown auf dem Laufenden halten. Hier findest du alles Wichtige zu dem nächst verfügbaren Event und was es sonst noch Neues gibt. Es wird Zeit, Hotel. Sich dem Wettbewerb zu stellen. Und für den Anfang geht es direkt nach Hongkong Island. Ich markiere dir den Heliport auf der Karte, damit du den Weg findest. Was? Ich muss jetzt... Achso, ich muss wegfliegen, ja? Oder wie was? Okay. Nehmen wir den nächsten Heli. Warum stehe ich immer in der verkehrten Fahrtrichtung? Kann mir das irgendjemand mal genau erklären? So, jetzt müssen wir uns ja nicht mehr ganz so abstressen. Rechts ab. Was steht er denn da so dämlich rum? Hallo? In 400 Metern. Links abbiegen. In 200 Metern. Links abbiegen. Links abbiegen. Ah. Ach, diese enge Gasse hatten wir doch schon mal. Erste Ausfahrt nehmen. Jo. Ja, noch enger ging's nicht. Rechts abbiegen. In 400 Metern. Rechts abbiegen. In 200 Metern. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Ah, der Heliport. Ach, fahren wir wieder Lufttaxi hier? Okay. Finde ich gut. Deine Leistungen waren erstklassig, aber daran hatte ich nie Zweifel. Warum musste ich dann die Tests machen? Leider hier bleiben. Aber für uns geht es jetzt ins Solar Hotel, das Zentrum des Wettbewerbs. Okay, fliegt die süße Meld. Oh, gehen Sie voran, junge Frau. Das ist verdammt hoch. Meter hoch. 120. Wir sind jetzt ganz oben im Solar Hotel. Das brauchst du mir nicht sagen. Das Gebäude in Hongkong und wurde speziell für den Wettbewerb gebaut. Ist klar, nur für das Rennen. Das Solar
Crown ist viel mehr als nur ein Wettbewerb. Es ist eine neue Sicht auf die Welt. Gut, ich muss mich um was Wichtiges kümmern. Nicht um mich? Ich bin wichtig. Den Aufzug. Er bringt dich direkt zu deiner Suite. Okay. Bis bei bald, hoffe ich. Hilft dir Alice gerne weiter. Alice. Also, Vivian ist mir lieber. Ja, ja, da geht sie hin. Willkommen auf deinem Zimmer. Das Solar Crown Komitee stellt allen eines zur Verfügung. Ich fühle mich geehrt. Alice, ich werde dir helfen, deinen Rennplan über die Infoanzeige in deinem Zimmer zu verwalten. Und ich helfe dir, deine Aktivitäten zu organisieren. Alles sehr schön ausgestattet, muss ich sagen. Gefällt mir. Miss Hughes wartet übrigens beim Händler auf dich. Fahr mit dem Aufzug in die Hotellobby. Ein Fahrer wird dich zum Händler bringen. Ja, jetzt mal nicht so eilig, ne? Jetzt wollen wir uns natürlich mal hier in dem guten Stück umgucken, ne? Ja, Artwork, ja, ganz wichtig. Schöne Ledergarnitur. Ich mag mein Wohnzimmer. So, was haben wir denn hier noch? Haben wir auch irgendwo noch ein Schlafzimmer? So. Tagesherausforderung derzeit nicht verfügbar. Ui, das bin ja ich. Ruf 3. Ja, ist noch bescheiden. Aber das wird noch. Clan-Wettkampf. Ja gut, ich habe noch keinen Clan. Ich bin mal gespannt, ob und wann mich die Herrschaften mal ansprechen werden. Was haben wir hier? Den Dressing Room. Ich bin ja neugierig, das ziehen wir uns jetzt rein hier. Ja, die Brille ist schon, er guckt immer so ein bisschen deppert, ne? Also das macht die Sache hier so ein bisschen wett. Ja, schwarz ist meine Farbe. Eigentlich würde ich ja dunkler als schwarz tragen, gibt's aber nicht, ne? Insofern, ja. So, ich bin mir der Jeans-Typ. Passt. Haben wir noch was? Die Sneaker. Was tragen wir denn hier? Die Solar Crown Schlüppis. Naja. Mag ja eigentlich die Weißen mehr. So. Ach so, ich habe die. Ja. So, okay. Ja, gucke mal. Hat der Bub sich doch mal schick gemacht für euch. Sehr schön. So, wo waren wir stehen geblieben? Was ist hier? Sind das meine Gemächer? Wieso komme ich da nicht rein? Hä? Ach, das sind meine Gemächer. Das ist mein Schlafzimmer hier. Naja, ziemlich offen, ne? Da hat man ja gar keine Privatsphäre, ne? Zum Beispiel beim Date mit Vivian oder so. Gut, genug gesabbert. Wir schauen uns mal weiter um. Wir sollen die Lobby betreten. Hier gibt es verschiedene Serviceanbieter wie den Bekleidungsladen und den Schönheitssalon. Ui. Außerdem kannst du hier andere Solar Crown Teilnehmer treffen. Finde ich gut. Die anderen Fahrer nehmen gerade an Rennen teil. Du triffst sie hier während des Wettbewerbs immer wieder. So. Du haben auch sie die Auswahlrennen erfolgreich abgeschlossen. Ja, davon gehe ich aus, sonst wären sie nicht hier, schätze ich. Leid. Am Eingang zur Lobby auf dich. Er wird dich zum Händler bringen. Ein Chauffeur. Okay. So, also, was haben wir denn hier? Das sind die Aufzüge, das ist ein zweiter Aufzug. Beauty Salon. Okay, ne. Schönheits-OP hatte ich jetzt zwar nicht im Sinn, aber ja, kann man sich mal umgucken. Clothing Store. Das finde ich interessanter. Eine Jacke für den Kollegen fände ich ziemlich cool. Aha. Ich muss aber erstmal Ruf 5 erreichen und das Ziel Solar Crown Werkstätten. Okay, vorher habe ich keinen Zugang. Das ist schade. Also von der Idee gefällt es mir gut. Aber ganz ehrlich, ich habe mir erstmal die Standardversion geholt. Wenn es mich überzeugt, level ich das Ganze auf. Auf die Gold Edition oder was weiß ich, was es da gibt. Aber jetzt, ne, erstmal ruhig mit den jungen Pferde, ne? So, da hinten steht schon mal ein Chauffeur, den will ich nicht allzu lange warten lassen, aber trotzdem. Oh, da hinten haben wir noch eine Bar Lounge. Ja, der wird ja bezahlt, der kann ruhig warten hier, der Kollege. Warte mal.
Also wenn schon, dann wollen wir ja alles sehen, oder? Das finde ich richtig nice. Was mich interessieren würde, wenn man sich jetzt hier mit einem befreundeten Spieler treffen würde, kann man dann sich hier unterhalten live? Also bis jetzt finde ich es sehr nice. Ne? Also ja gut, wir sind ja jetzt eben halt noch nicht so wirklich drin in der ganzen Geschichte. Wir fangen gerade erst an. Und ich glaube, der ein oder andere Fehler und noch ein Fehler und noch ein Fehler wird uns über den Weg laufen, aber bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Hallo, darf ich dich ansprechen oder sind wir uns zu fein daher? So, Abstand halten, ganz wichtig. Miss Hughes hat mich gebeten, dich zu fahren. Bitte folge mir. Na dann, ich folge Ihnen, Monsieur. So, exklusiver Ausstellungsraum. Schnellreise draußen drin? Wie Schnellreise draußen? Naja, wir machen Schnellreise drin, was anderes haben wir nicht zur Auswahl. So, da bin ich mal gespannt. Also, es wird ja jetzt noch nicht viel sein, was wir uns leisten können. Aber schauen wir mal. Yes, das könnte einer meiner Lieblingsorte werden. Da ist ja mein Schätzelein Ach, wieder. gut. Perfektes Timing. Was sagst du zu diesem Händler? Noch habe ich nicht viel Im Rahmen gesehen. des Wettbewerbs haben wir mehrere solcher Orte überall auf der Insel eingerichtet. So haben alle, die hier teilnehmen, immer Zugang zu den bestmöglichen Autos. Finde ich gut. Allerdings musst du dir erst einen gewissen Ruf verdienen, um bestimmte Wagen fahren zu dürfen. Na super, ich darf wahrscheinlich so Diese eine Ente oder Händler geben Käfer das fahren. nötige Kleingeld für ihre großen Pläne. Und hier sind die ersten drei für den Anfang verfügbaren Drei. Autos. Jetzt bin ich gespannt. Deine Wahl. Das Solar Crown schreibt deinem Konto außerdem deine ersten Solar Coins gut. Der sieht ganz. Was ist das? Ich muss jetzt leider weiter, aber ich bin mir Immer sicher, wir haben ich. bald wieder die Gelegenheit zu Ja. sprechen. In der Mal auf Zwischenzeit einen Kaffee oder kannst du so. gegen die anderen Mitglieder des Solar Crown antreten. Ja. Viel Glück. Kaffee? Ist nichts zu backen, ne? Nichts zu backen. Jetzt will man so ein bisschen flirty sein, ne? Keine Chance, keine Chance. So, ja, wir werden uns jetzt die drei Autos mal angucken und mal sehen, was mir so mundet. So, hier haben wir den Alpine, der A110 Legende. 199.000, ja gut, ich habe 250.000, mehr wäre eh nicht drin. Was haben wir hier? Ford Mustang, den finde ich sehr sympathisch. Der hat schon mal bei mir einen Stein im Brett. Ich weiß nicht warum. Nee. Ich glaube doch der Ford. Er fuhr fort und kam nie wieder, heißt es doch so schön. Außerdem ist er schwarz. Brrr. So, lass mal gucken. 192.500. Bist du dir unsicher, welches Auto du nehmen sollst? Probier sie aus. Dafür gibt es Testfahrten. Nee, ich will den haben. Ich will den haben. Und zwar lassen wir den auch in Schwarz. Ja. Ja, da machen wir jetzt keinen langen Bums. Felgen und den ganzen Bums, das können wir ja später noch machen. So, willkommen bei Solar Crown. Das Solar Crown ist zurück. Dieses Mal wurde Hongkong Island in einer riesigen, was, in einen riesigen Spielplatz für die vielversprechendsten Fahrer verwandelt. Verbessere deinen Ruf. Um bei Solar Crown ganz nach vorne zu kommen, musst du Aufmerksamkeit erregen. Gut, das haben wir schon gehört. Dein Ruf ist es, der dich hier nach oben bringt. Vielleicht bis in den Solar Court. Zeig allen, wer du bist. Dazu musst du beweisen, was du hinter dem Lenkrad auf dem Kasten hast. Du kannst an Rennen und Aktivitäten teilnehmen und Hongkong Island erkunden. Im Solar Crown gibt es verschiedene Möglichkeiten, dich von der Masse abzuheben. Naja, okay. Judy! Glückwunsch. Viel Spaß mit deinem neuen Auto. Ja. Dankeschön. Diese Baudinette, ne? Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Auto. Jetzt bist du wirklich Teil des Wettbewerbs. Jupp. Du kannst nun bei den ersten
Rennen des Solar Crown antreten. Dein Auto ist bei diesen Rennen zugelassen. Okay. Du musst also nur zum Startpunkt fahren. Danke, Illis. Die Rennen sind alle in der Nähe von Treffpunkten lokalisiert. So ist es einfacher, andere Teilnehmer zu treffen. Okay. Schneide bei diesen Rennen gut ab und mache dir so einen Namen. Mhm. Ich habe meine Firmware aktualisiert und dich mit den anderen Nutzern verbunden, falls du Interesse daran hast. Das ist sehr lieblich. Dankeschön. Sie haben gerade das Auswahlverfahren beendet. Jetzt kannst du sie endlich treffen. Sehr schön. So, ich will das ja noch nicht zu intim gestalten hier. Ne? Ich bin ja so ein Schüchterner, weißt du? Lass uns mal gucken. Hier ist ja so einiges auf der Karte. Ich habe Tankstellen, Lamborghini-Händler, der scheint auch noch hier gesperrt zu sein. Kennedy Road, was ist das? Ist das ein Rennen? Radarfalle. Ja, das werde ich mir alles nochmal sehr genau anschauen müssen. Was haben wir denn hier? Gemütliche Ausfahrt. Ein Zeitrennen. Da war noch ein zweiter. Shopping in Wan Chai. Rennbeschränkung. Alltagswagen. Da sind wir aber scheinbar für grün. Ja, machen wir Shopping. Komm, was mache ich da lange rum? Ich meine, das ist ja alles... Hä? Oh! Avatarverzierung. Eine Lederjacke, das finde ich geil. Lederjacken sind gut. Ah, fahr. In 400 Metern rechts abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. So, ich musste als nächstes die Stufe 5 erreichen. Was rüttelt denn da gerade immer so? Links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Junge! So, eine Tankstelle haben wir entdeckt. Sehr schön. Also tanken müssen wir auch ab und zu mal. Okay. Wo sehe ich den Tankstand eigentlich? Nicht so schnell. Sonst schieße ich wieder drüber weg. Gut. Dann machen wir das doch mal. So, ein zulässiges Auto. Rennvorbereitung, knapp 2 Minuten noch. Kein Stress. Hauen wir uns rein hier. Voice Chat aus, das ist okay. Das brauche ich jetzt auch nicht. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht mit den Serverproblemen gleich zum Anfang zu kämpfen, wie Patsy ja leider regelmäßig mal hat. Bin gespannt. Okay. Leute, Daumen drücken. Abfahrt. Ja, ich habe, glaube ich, nicht gerade das stärkste Auto hier gerade. Wow, 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 wow. Da fährt der Sack mir hinten auf hier. Muss sehen, dass ich ein paar Plätze wieder gut mache. Dammit! Fing das so gut an, es treibe ich mich schon wieder mal Unterholz rum hier.
Alter, er kam hier erst gerade vorbeigeschossen. Junge, mach doch keinen Scheiß mit mir hier. Ich hoffe inständig, dass es nur eine Runde oder eine Strecke ist. Ah! Junge! Junge, das kostet Plätze, verdammt. Dreht der Depp mich raus. Kameradenschwein. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Aber erstmal will ich das zweite Rennen gucken. Ja, ich habe noch nicht den perfekten Wagen. Definitiv nicht. Aber ich muss trotzdem erstmal klarkommen. Es hilft ja nichts. Solarpass, das war jetzt nichts hier. So, aber jetzt ein bisschen Geld hier. Dann gibt es einen Bonus für den ersten Abschluss. Neustart. Ja, dann machen wir es gleich. Wenn wir gleich Neustart machen können, dann ole. Ich wäre weiter, deutlich weiter vorn gewesen. Definitiv. Wenn der mich nicht rausgedreht hätte. Ich hoffe, das können wir wieder gut machen hier. Komm. Komm schon. Ich habe tatsächlich so einen Hauch von Forza-Vibes. Übung macht den Meister. Oh. Ah. Volkmistiges. Ich jetzt. Geh weg. Geh aus meinem Leben. Junge, Junge, es sind auch nur 8 Teilnehmer, ne? Also da vom 8. auf den 8. ist assi, ne? Das ist wirklich assi. Alter Schwede! Das gibt's doch nicht! Ich eskaliere ja, ich beiß dir gleich die Lampe ab. Kann ich meine Fahrzeuge eigentlich auch tunen? Geht das? Ich muss noch so viel rausfinden hier. Habe ich da Zeit verloren gerade? Shit. Schiede! Ja, immerhin 6. Ist immer noch nicht perfekt, aber schon mal besser. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man die jederzeit wiederholen. Ja, für die Top 3 hat es noch nicht gereicht. Noch nicht. Betonung auf noch. Ja, auf jeden Fall sind wir schon mal stramm auf dem Weg zum Level 5. Ja, hier sind schon mal deutlich mehr Punkte für den Solarpass.
Kleingeld, ich brauche Geld, Geld, Geld. Ich hoffe, ich kann die Kiste tunen. Unbedingt. So, ich will das jetzt nicht nochmal euch quälen mit dem Rennen. Ich will mir das zweite gerne nochmal angucken. Nämlich die gemütliche Ausfahrt. Wow, wow, wow. Er schleudert ganz schön in die Kurven. Das ist ein Problem. Okay. Let's do this. So, Autoabstimmung. Aber das ist kein Tuning, ne? Optimale Leistung. Den Fahrstil anpassen. Kontrolle behalten. Bla bla bla. Bla bla bla. Ja, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich direkt das Fahrzeug selber tunen. Aber das muss ich nochmal rausfinden, wie das funktioniert. Okay, Freunde, auf geht's in die nächste Runde. Unterbiete die Zeit. Ach du Scheiße. In sowas bin ich ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Bei 100 Pro, selbst wenn ich nah dran wäre, hau ich einen Fahrfehler rein. Ich kenn mich. Oh Gott. Ja, wie gesagt, mit Kurven tue ich mich hier noch ein bisschen schwer mit dem Fahrzeug. Wow. Fuck, sowas kostet Zeit. Das, genau sowas meinte ich. Genau sowas. Ah, noch 200 Meter. Aber ich glaube, das packe ich nicht. Oder? 1,43. Das ist nicht schlecht. Hat's gereicht? Ja, es hat gereicht. Lobe den Herrn. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Neuer Rekord. 1,43. Das finde ich gut. Yes! Stufe 5. Wir können lecker Jacken kaufen und noch vieles mehr. Das finde ich schön. Ein Autoteil verfügbar. Ja, das ist die Sache mit den Autoteilen. Ich muss mal rausfinden, wo ich die herkriege. Bonus für den ersten Sieg des Tages. Ja, da ist doch mal was zusammengekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Das Solar Crown Komitee informiert, dass Oh, eine neue neue Meldung Meldung. entsteht. Jetzt bin ich gespannt. Das Solar Crown Komitee unterstützt Werkstätten, und die sehr Werkstätten schön. stehen dir jetzt offen. Sie sind mit modernster Technik ausgestattet und vollautomatisiert.
Du kannst dort sämtliche Details deiner Autos aufwerten. Genau sowas brauche ich. Der richtige Ort, um dein Auto aufzuwerten. Du kannst hier die Lackierung verändern. Lass dich gerne durch Designs anderer Teilnehmer inspirieren. Keine Sorge, Alice kann dir alles Weitere erklären. Natürlich, Alice. Wer sonst? Ich habe mehrere neue Rennen für dich freigeschaltet, aber dein aktuelles Auto erfüllt die Voraussetzungen nicht. Na, ich hab's geahnt. Das heißt, nicht an Rennen teilnehmen, wenn dein Auto nicht leistungsstark genug ist. Ich hab's geahnt, diese ja. Diese Anpassungen musst du in der Werkstatt vornehmen. Ich habe sie dir auf der Karte markiert. Und genau das ist es, was ich wollte. Was? Chaiwan-Werkstatt. Fahren wir hin und machen uns die Hände schmutzig. Haben wir dafür nicht Techniker? Also jetzt mal im Ernst. Soll ich mir jetzt die Pfoten schmutzig machen? So, da sind wir. So, hier haben wir schon die ersten Live-Mitspieler mal rumstehen, oder? Sind das Verkäufer? Na, wer bist denn du? Hallo. So, wir gehen mal hin. Ist das unser Wagen? Ja. Okay. Willkommen in der Werkstatt. Hier kannst du Teile für dein Auto kaufen und einbauen und das Aussehen verändern, um mehr aufzufallen. Ja, erstmal ist mir die Leistung wichtiger als das Auffallen. Erst um das, was unter der Haube ist. Danke für den Hinweis. Baust du ein Teil ein, erhöht das die Leistungswertung. Ja. Handelt es sich um ein System zur Leistungsbestimmung deiner Autos. Okay. Im Werkstattinterface siehst du direkt, wie sich ein bestimmtes Teil auf die Leistungswertung auswirkt. Gut. Ich bin dabei. Also, wir können uns eh nur einen Teil leisten, nämlich hier dieses legendäre Responsiv-Teil. Rüsten wir gleich mal aus. Jawohl! Sehr schön. Wollen wir jetzt hier noch weitere machen? Ich glaube, die sind noch gar nicht freigeschaltet, oder? Ja, genau, gewöhnlich. Wir schauen mal, ob hier noch was anderes verfügbar ist. Nee, das ist nicht verfügbar, das ist nicht verfügbar. Auch nicht. Ja, den haben wir gerade ausgetauscht. Okay, was haben wir noch? Aufhängungs- und Bremsenpaket. Das sind alles Sachen. Nee, das werde ich jetzt nicht verändern. Ja, das ist alles noch nicht verfügbar. Ich habe es geahnt. Bessere Reifen wären nicht schlecht gewesen. Da brauche ich aber Stufe 15 mindestens. So, Verzierung. Schauen wir mal. Ziergegenstände. Okay, dann schauen wir mal. Felgen. Obwohl. Obwohl. Satin schwarz. Nee, die gefallen mir. Die nehme ich. Ist gekauft. Gut. Ist da noch was? Ist da noch was? Ach so. Was haben wir hier noch? 40% getönt. Okay. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn da jemand reinguckt, ehrlich gesagt. Ebene, blaue Nähte. Nee, ich finde das so schön, wie es ist. Muss ich das jetzt machen? Nee, oder? Eben. Schön. Das war's. Aufgabe abgeschlossen. Ebola. Die Clans haben dich im Auge. Ich werde beobachtet. Erreiche Rufstufe 12. Ja, ich finde das schon sehr cool. Also das scheint hier nach Stufen. Ja, A1, A2, A3, das scheinen die Stufen zu sein, in denen ich sie tunen kann, scheinbar. Sehe ich das richtig? Nee, das ist für Mercedes. Aber, hä? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre hier jetzt nach Leveln aufgeteilt, ne? Dass du nach Level 1 bis 7 oder 8 hier das Ganze hochtunen kannst. Aber whatsoever. Ist okay. Alles gut. So, Freunde, ich glaube, das ist genau der richtige Moment,
hier ein bisschen mal durchzuatmen, die ersten Eindrücke mal sacken zu lassen. Bis jetzt zeigt sich das Spiel von der freundlichen Seite. Bis jetzt ist noch nichts schief gelaufen. Gott sei Dank, Klopf auf Holz. Wir werden es definitiv auch noch mal live spielen dieser Tage. Ich hoffe, dass es dann auch genauso gnädig mit mir ist. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow, Abo da, Daumen nach oben, Kommentar. Ganz wichtig, lasst den was im Hals hier? Lasst den Algorithmus mal ordentlich krachen. Das wollte ich sagen. Leute, danke fürs Zusauen. Ich kann nicht mehr reden. Was ist heute los? Danke fürs Zusehen. Es wird Zeit, dass ich gehe. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal-Leute. Abonniert alle Peru Plays von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 188. Tschü, tschü.